Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Flashback. Ich sage jetzt einfach nur noch Flashback, das ist halt das Original, ich meine, ihr seht's ja. Mann, Papiere bitte. Okay, hab ich doch hier, sind meine Papiere, bitteschön. Kriege ich dafür auch was oder? Ne, geht einfach nur die Tür auf. So, kann ich da nach rechts gehen? Ist da noch irgendwas? Ne, da ist eine Wand. So, wir sind wieder auf der Erde. Ist das nicht schön? Endlich zu Hause. Okay, jetzt weiß ich nicht, ist das ein ganz normaler Polizist oder muss ich den erst umbringen? Nein! Scheiße, falsche Taste. Nein, nein, zieh die Waffe, zieh die Waffe. Oh, Gott sei Dank. Es sah nicht so aus, als hätte er mich angreifen wollen, aber ich glaube ansonsten. Ja, ansonsten wäre die Tür nicht aufgegangen. Shit! Alter, jetzt geht's aber richtig rund hier. Wow. Boah, jetzt kriege ich aber auf die Fresse. Alles klar. Moment, da unten ist noch ein Roboter. Alter, wie kriege ich den denn? Moment, runterfallen lassen und gleich wegrollen. Weg, 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 weg. Abschießen. Jawohl, ja. So, next. Wow, scheiße, den habe ich nicht gesehen, den Roboter. Wow. So. Weg hier. Nein, nicht vor die Wand laufen. Oh Mann, das kostet alles wieder Zeit. So, die haben sich gerade, einer hat den anderen gerade gegenseitig fertig gemacht. Boah. Okay, das ist heftig. Da ist der nächste. So, schießen. Und immer rechtzeitig den Schild wieder hochbringen, bevor der Kollege Polizist schießt. So, und da oben habe ich auch gerade noch einen Generator gesehen. Das ist jetzt ganz dringend, dass ich mich da mal auflade. Da. Ein Schild noch. So, und hier ist das Kraftfeld verdammt wichtig, weil die Kollegen hier sprinten nicht, sondern die schießen einfach gleich. Und da muss man den Schild bereit haben. So, weiter geht's. Nein, verdammt, den Schild zu früh hochgemacht. Scheiße. So, Moment, weg hier. Okay. Nee, kommt keiner hinterher. Ach Mist, hoch da. So. Gucken wir mal. Oh, da ist doch irgendwo ein Roboter, da ist er. Boy. Wow. Kommst du denn her? Alter, oh shit. Wow, da ist auch noch so ein. Alter, jetzt geht's aber rund hier. Nein! Scheiße! Moment, Moment, Moment. Haben wir gleich. Boah. Okay. Also, wegrollen. Nein, ich kann da nicht hoch, ich kann da nicht hoch. Runter, runter, runter. Boah, alter Schwede. Also doch nochmal die Waffe ziehen, umdrehen und. Shit. Fuck, 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 fuck. Boah, ist das heftig. Okay, Moment. Hoch und. Gut, nächster. Ist das Schwede. So, gerade nochmal zurück. Ich glaube, ich habe viel zu viele Schilde verloren. Ich brauche nochmal den Generator. Ist ja zum Glück nicht so weit weg. Ich hoffe nur, dass die ganzen Biester jetzt nicht respawnen. Dann hätte sich der Weg kaum gelohnt. Ein Schild noch. So, ja, man sieht schon, es steigert sich stetig. Im Dschungel war es alles noch relativ einfach, obwohl man auch viel sterben konnte, aber es waren mehr so statische Sachen, wo man halt reinlaufen konnte, wie diese Feuer und sowas, aber
Nach und nach kommen immer mehr Gegner. Todessturm war schon nicht ohne. Jetzt auf der Erde kriege ich richtig auf die Fresse. Hatte ich so auch nicht mehr im Gedächtnis. Nein! Ah, damn, ich habe schon wieder den Schild zu früh genommen. Ach, komm, steh auf. Okay, rufen wir uns mal ein Taxi. Jawohl. Ich glaube aber, ich habe früher auch immer auf leicht gespielt und nicht auf normal. Weil ich das Spiel so schon schwer fand. Ah, ein Save Point. Ja, wie gesagt, ganz früher, ich habe auch die Anleitung nicht richtig durchgelesen und dachte, ach komm, spielst du einfach mal los, sah cool aus, hat Spaß gemacht. Konnte ich einige der Moves noch nicht, dann bin ich nicht weitergekommen, habe ich alles auf easy gestellt. Und dann hat man also deutlich weniger Gegner. Auf easy ist es sehr, sehr viel einfacher. Ich möchte gar nicht wissen, wie schwer das auf schwer ist. Das geht ja jetzt schon richtig ab im Moment. Das wollte ich nicht. So, hoch da. Und gleich nochmal hoch. Komm, komm, komm. Oh Mann. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich hier das richtig gemacht habe. Ja, gut. So, da musste ich auch erstmal drauf kommen, dass ich halt die Glasscheibe zerballern muss. Ah, ich glaube ich... Wow, wow. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich hätte auch unten reingekonnt, aber... Es wäre nicht so einfach gewesen. So, hier ist ein Schloss, ich habe aber noch keinen Schlüssel. Alles klar. Und der nächste Raum. Immer mit gezückter Waffe rein. So, das ist natürlich jetzt blöd, dass der da runtergefallen ist. Moment, ich kann aber... Ich kann aber, glaube ich, da oben an diese Plattform dran springen. Genau. So, und da liegt auch der Schlüssel, wenn ich das richtig sehe. Ja, komm, Schlüssel aufheben, kennen wir schon. Gerade nochmal gucken, was hier war. War hier noch irgendwas? Nee, die Tür für den... Naja. Jetzt brauche ich den Schlüssel auch nicht mehr. Jetzt bin ich durch. Die Tür. Ja, komm ran. So, sehr schön. Dann gucke ich mal, ob ich das Ding da unten so... Jawohl, so kriege ich ihn. Alles klar. So, war hier noch einer? Nee. Ah ja, genau, hier war der andere Eingang. Glaube ich. Ah, okay. Das macht jetzt gar keinen Sinn, dieser Aufzug, aber bitte. Oh! Weg hier! Alter Schwede, der hat mich fast erwischt. So, sehr schön. Und das, Moment, das war's fast, weil da unten steht noch so ein Roboter, genau. Okay, oh, Moment, das war zu kurz gesprungen. Alles klar, hier ist erstmal sauber. Und... Aha. Ja, das ist der Witz. Ich habe jetzt da oben den Schlüssel eingesammelt und noch nicht eingesetzt. Das heißt, den kann ich theoretisch hier benutzen. Aber ich fürchte... Ich brauche den hier. Ich brauche nicht... Ich brauche hier noch was anderes. So, das wollte ich sagen. So, Schlüssel schön und gut. Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Ja, Schlüssel ins Schloss, bla bla. Genau, dieses Feuer, da kommen wir nämlich noch nicht durch. So, Sekunde.
Genau, da brauche ich irgendwo, muss ich hier noch einen Schalter betätigen oder so. Unter um den Generator würde ich gerne mitnehmen. Ja, das habe ich befürchtet. So, ist hier noch irgendwas? Ich schätze, hier liegt der zweite Schlüssel. Wow, fuck, 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 fuck. Ah, shit. Weg hier, weg hier. Alter, so, runter, schießen. Und weg. Nein. Oh, Mann. So, was war das denn? Ach, der Schalter war wahrscheinlich, genau, der war jetzt für das Feuer, nehme ich mal an. So einen Schlüssel gibt es hier aber keinen zweiten, oder? Also wenn ich den verbraucht hätte an der ersten Tür. Moment, gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Ja, das geht. Alles klar. Na komm, Schild. Und wieder volle Lebensenergie. Sozusagen. Nee, einen Schlüssel habe ich hier nicht gesehen. Komisch. Frage mich. Oh. Frage mich, ob ich den Level dann von vorne hätte starten müssen. Weil es hier keinen Schlüssel mehr gibt. Ach so, nach unten. Ich wollte nach oben, aber das wollte er nicht. So, der gleich weg. Der als nächstes. Und gleich mal abspeichern. Sehr schön. Das war wichtig. Ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich heute ein bisschen müde bin. Letzte Nacht nur 2 Stunden geschlafen. Aber es ist schon einiges zu tun. Schon einiges an Gegnern hier. Ich sag ja, auf easy ist es, ja, was soll ich sagen, einfacher. Überraschung. So, war das nur? Ach du, oh Gott, jetzt wäre ich hier fast runtergefallen. Ach nee, da kommt ein Fahrstuhl. Alles klar, wieder hoch. Puh, da habe ich mich aber auch schon mal fast auf die Fresse gelegt gerade. Das wäre, glaube ich, mies ausgegangen. Okay. Fahren wir einfach durch bis nach unten. So, den hätten wir. Okay, hier ist wieder ein Schloss, wenn ich das richtig sehe. Ja, da oben ist eine Selbstschussanlage, die von dieser komischen mechanischen Maus bedient wird anscheinend. Gut, dann gucken wir mal, wo wir hier auskommen. Ob ich hier durch kann. Da rechts. Oder ob ich da weiter nach oben muss. Okay, hier geht's schon mal durch. Ja, aber darunter geht's nicht, wenn ich das richtig sehe. Obwohl, ich muss ja irgendwie darunter. Moment. Au! Okay. Also, machen wir erstmal das Feuer aus. Dann brummt das auch nicht mehr so ätzend. Ich dachte, ich hätte die Maus vielleicht einsammeln können, so wie ein Stein, sodass ich die halt irgendwo anders verwenden kann, aber fürchte, dem war nicht so. So, gucken wir mal, was da oben ist. Muss ja irgendwo müssen wir noch einen Schlüssel herkriegen. Okay, hier ist schon mal niemand. Und. Wow! Okay, die haben sich. Scheiße! Gerade selber fertig gemacht, die beiden. Und. Und. Okay, den hätte ich schon mal erwischt. Jetzt noch diese Kugel hier runter. Ne? Sehr. Oh, Moment. Moment, Moment. Da sehe ich gerade was. Da liegt ein Schlüssel. Damit müssten wir eigentlich schon weiterkommen. Gucken, was der Schalter da oben macht. Ah, ich glaube, der macht da noch irgendeine Tür auf. Ach, das ist diese Neonröhre da im Hintergrund, die so komisch brummt. So, genau, den müssen wir auch noch drücken. So, und da oben war noch diese explosive Maus. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Glaube ich, oder? Die war doch da oben. Guck mal, warte mal. Ja, ganz oben, genau. Da läuft diese Maus hin und her. Die Explosivmaus.
So, jetzt müsste ich eigentlich ganz, oh, ich dachte schon, hätte sich hingelegt. Ganz nach unten kommen, okay. Ah, okay, das Schloss. Da haben wir den Schlüssel. Passt. Schlüssel-Schloss-Prinzip. Kraftfeld haben wir zwar nur. Ah, oh, fuck, den habe ich nicht gesehen. Verdammt, warum habe ich den nicht gesehen? Hoch und. Nein, Scheiße, das gibt's doch nicht. Boah, das wäre so mies gewesen, wenn ich jetzt, nicht jetzt irgendwie nur noch ein Schild gehabt hätte. Warum schlägt denn der? Das gibt's doch nicht. Der soll nicht schlagen, das ist mein letzter Schild. Scheiße. Alter, da schlägt der einfach. Der soll schießen. So, meine Fresse, da wäre ich fast noch drauf gegangen. Alter Schwede, das war. Boah, war das fies. Alles klar. So, wieder aufgefüllt. Jetzt noch ein Save Point, dann bin ich glücklich. Okay, ja, da ist auch mein Save Point schon. So, jetzt bin ich mal gespannt. Genau, sowas in der Art hatte ich. Wow, erwartet. Ja, scheiße. Scheiße, scheiße. Weg hier. Scheiße, und der erwischt mich trotzdem noch. Boah, zum Glück ist da noch ein Generator. Alter Schwede. Heute haben sie es aber auf mich abgesehen. Na, ja, die Klappen sind schon wieder zu. Durch das Feuer komme ich nicht. Also hier, da ist schon wieder ein Schloss und da ist ein Aufzug unten. Aber als allererstes Mal möchte ich da in diese Mitte rein, zu dem Safe Point. Und. Scheiße, er kann sich nicht festhalten. Oh Mann. Okay, nochmal das Ganze. Nochmal das Ganze. Es muss doch irgendwie, muss es doch da in die Mitte reingehen. Ich weiß doch ungefähr wie, aber dafür muss ich auf die andere Seite kommen. Scheiße! Mann! Zu langsam. Okay, diesmal mit Rollen oder mit Springen? Ich glaube, ich springe einfach mal drüber. Springen! Jawohl. So, und jetzt? Nein, 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 nein! Das gibt's doch nicht! Okay, noch einmal versuche ich's. Ich glaube, man muss nicht da in die Mitte rein, aber da ist ein Speicherpunkt und ein Generator. Das wäre schon cool. Wow, okay. Also, dann versuchen wir es nochmal anders. Zack, zack. Nein, nein, nein. Okay, das war schon zu weit. Das gibt's doch nicht! Mann! Scheitere ich denn an so einer blöden Falltür? Habe ich mich durch so viele Gegner durchgekämpft? Dann scheitere ich an der bekackten Falltür. Wow, okay. Jetzt rollen. Jawohl. So, das macht das Feuer aus. Wie gesagt, ich glaube, man muss das nicht ausmachen. Man kann auch irgendwie einfach andersrum laufen. Lebensenergie wieder voll. Aber es ist deutlich, deutlich einfacher so und ich kann speichern. Mit voller Lebensenergie, das lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt kann ich nämlich theoretisch auch lustig einfach da links ins Loch reinspringen und einfach mal gucken, was passiert. Zur Not lande ich wieder genau hier mit voller Lebensenergie. Wenn es nur nicht so lange dauern würde, es dauert wirklich sehr lange. Warum dauert das so lange? Lieber guter alter Amiga. Dankeschön. Zack. Oh. Ja, ich bin doch nicht ganz so mutig. Gucken wir erstmal, was hier ist. Aha. Okay. Aha. Ah. Ja, ich glaube, das ist der Knackpunkt. Ich hätte auch Schlüssel aufheben, kennen wir schon. Genau, wie gesagt, ich muss dieses Feuer nicht ausmachen, aber wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich da rechts hier mit dem Fahrstuhl reingekommen und dann, dann wäre es alles ein bisschen schwieriger gewesen hier. Dann wäre ich nämlich nur da unten lang gegangen. Hätte ich nur da unten lang gehen können. Und wäre durch die Selbstschussanlagen hier, hätte ich mich kämpfen müssen. So ist es ein bisschen einfacher.
kann das hier gerade mal demonstrieren, glaube ich. Ja, gucken wir uns das mal an. So, wäre ich mit dem Fahrstuhl runtergekommen. Die Tür wäre zu gewesen, weil die ja nur von links mit diesem Fußschalter aufgeht. Wow! Und da unten haben wir sogar noch einen Gegner. Weißt du Bescheid. Das haben wir uns erspart. Haben den Schlüssel und können hier durch. Alles klar. So, ach nee, Moment. Kraftfeld war schon richtig. So, Waffe raus und gucken, was abgeht. Ah ja. So, jetzt ist immer ein bisschen blöd, dass die nicht mehr aufstehen, wenn man die einmal irgendwo runtergeschossen hat. Ja, die Waffe hätte ich ruhig behalten können. In der Hand behalten können, so. Okay, nächster. Nein, scheiße! Da war ich zu langsam. Da war ich einfach zu langsam. Wow, okay. Puh, alles klar. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass da gleich einer steht und Krawall macht. So, die Kugel kriege ich aber. Schawohl, alles klar. So, vorsichtig, drüber. Wow, wow! Alter, okay, ich erinnere mich. Ah, nein. Oh Mann, hoffentlich schaffe ich das noch. Fuck! Mach, 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 mach hinne. Mach hinne, mach hinne! Boah. Okay. Kam auf einmal von hinten das Feuer auf mich zu. Auch ein bisschen unfair. Huch, die Verschwörung. Brüder, ich gratuliere. Dank unseres Wissens sind jetzt sind die Menschen jetzt dazu imstande. Bald werden Millionen unserer Bruderkrieger teleportiert. Und wir werden diese humanen Schädlinge auslöschen. Ah! Ein Spion! Werf den Kerl in die Verliese! Wir werden ihn später verhören. Oh Mann. Oh! Alter, was? Was? Ich hab keine Waffe! Ich hab keine Waffe! Ich muss hier weg. Ich hab keine Waffe! Was soll ich denn machen? Ich hab... Da ist ein Schloss, aber ich hab keine Waffe. Wo ist... Da ist meine Waffe. Alter! Sekunde, ich heb mir gerade mal meine Pistole auf. Das passiert, glaube ich, auch nur einmal im Spiel, dass man tatsächlich die Pistole aufhebt. Shit, okay. Und ich habe schon dick auf die Fresse bekommen. Komm her. Nein, falsche Seite. Nein. Okay, noch bin ich nicht tot. Noch bin ich nicht tot. Komm her. Boah. Scheiße. Okay, Moment. Der Code war Chip. Alter, da geht auf einmal das Spiel los und ich bin noch gar nicht bereit. Das gibt's doch gar nicht. Also... völlig überrannt vom Anfang des Levels. Nichtsdestotrotz höre ich jetzt hier diese Folge auf. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.